herzlich willkommen bei F&M TV. Ja, Thematik heute: Attraktivität aufbauen, hier beim Mann, attraktiv werden hier für die Frau, die neue, die man kennengelernt hat. Attraktivität aufbauen, hier wieder beim Ex. Wie werde ich für den Ex wieder attraktiv? Wie werde ich wieder attraktiv für meine Ex-Freundin? Ja, steigen wir auch gleich rein in die Basics hier mal, die wir wieder, wie so sonst, auch immer mit unserem grundsätzlich mal abbehandeln werden. Ja, du hast es halt immer wieder, da hast du ganz einfach, man lernt da so eine, fangen wir mal mit dem Neukennenlernen hier an und dann kommen wir zu Ex zurück gleich. Da haben wir es immer wieder, du lernst da so eine Frau kennen oder dir wird da so ein Typ auf der Party vorgestellt und man kommt irgendwie so, trifft man sich da, man schreibt sich da, tauscht sich aus, telefoniert und dann über kurz oder lang, also über kurz schon beim ersten Date oder beim zweiten oder über lang, dass man da vielleicht so ein Techtelmechtel sei sogar schon gehabt hatte, geht's dann los mit. Ja, du irgendwie, ich weiß nicht, ich bin noch nicht bereit für so eine Beziehung und ja, der Funke springt irgendwie nicht über und ich weiß nicht, irgendwie ist da nichts und bla bla bla. Ja, und ja, bei der Trennung, da hast du es natürlich dann auch, oder, Attraktivitätsverlust während der Beziehung zur Trennung hin, das machen wir in einem anderen Video, da kommt noch separat was raus, das ist zu massiv. Sonst wird das hier auch viel zu lange jetzt. Und da müssen wir auch noch gucken, was wir mal im Free-Content freigeben. Kommen wir zu Ex zurück, wenn die Trennung da schon rum ist, in der Nachtrennungsphase. Da hat man sich vielleicht schon im Sinne eines, ich weiß nicht, Gnaden-Dates, ich blende es nochmal hier ein, Link oben in der Beschreibung, ja auch schon mal sogar hier getroffen auch. Und dann kommt halt so etwas wie, ja du, lass uns doch gute Freunde bleiben. Und du siehst ja, das hat ganz einfach keinen Wert mehr. Und ja, es wird einfach, ich fühle einfach nichts mehr und bla, bla, bla. Also grundsätzlich lautet die Substanz, die Basis der Geschichte hier Attractionless. Das ist die Antwort. Attraktivitätslos. Jetzt Moment einmal, hey, stopp, stopp. Wenn man jetzt in der Datingline, das kann man doch jetzt nicht mit Ex zurück vergleichen, oder? Weil da war ja vorherrschend keine Attraktivität da. Das ist falsch. Und zwar schon mal deswegen, weil du warst ja für diesen anderen Menschen attraktiv genug. Hier Telefonnummer austauschen, hier für eine Kommunikation. Attraktiv, lukrativ, interessant hier genug, sich mit dir zu daten, sich mit dir zu treffen. Also herrscht hier gleichwohl ein Attraktivitätsverlust. Genauso wie du es bei Ex zurück oder auch in der laufenden Beziehung, ich wiederhole mich mal schnell, das erkläre ich in einem anderen Video, ja auch haben. Da hast du es ja auch. Da ist, gut, der Unterschied ist, es ist halt jetzt keine Vorgeschichte da, also kein Affliction, aber das behandeln wir eben in diesem anderen Video. Es geht ganz einfach massiv darum, dass du hier oder dass dieser jemand, deine Ex oder diese neue Frau, die du da kennengelernt hast, einen Attraktivitätsverlust hier an dir, mit dir, durch dir ganz einfach verspürt hat. Und dieser Attraktivitätsverlust ist unter anderem beheimatet, nicht in all diesen Oberflächlichkeiten, weil man gerade bei Ex zurück vermeintlich meint, man habe, ich blende es mal hier ein, Generalfehler betreffend mit erst zurück, man müsste sich eine neue Frisur besorgen, neue Klamotten, das steht ja alles im Internet drinnen. Machen Jungs in der Dating-Line auch, da wird in die Muckibude gegangen. Und da wird sich da den neuen Frauen hier präsentiert und da klappt es nach 5 Dates immer noch nicht. Und genau hier, da kommen wir hier in diese Basis, in diese Ding hier mit hinein. Das ist sehr, sehr stark mit dieser Persönlichkeit, die man ganz einfach hat. Mit diesem Charakter, der sich auch während der Beziehung hin fehlentwickelt hat. Warum dann der Ex oder die Ex hier ganz einfach einmal aufgestanden ist, wie die fremde Dame, die man hier kennengelernt hat, oder der fremde Mann, und ganz einfach gegangen ist. Und maßgeblicher Grund, dass man hier versucht, einen sogenannten React-Track hier zu starten, und der funktioniert da nicht, ist dann etwas, was wir hier drinnen als Tryhard bezeichnen. Mein Fallbeispiel persönlicher Art, da könnte ich sogar ein paar aufzählen, jüngeren Jahren. Da habe ich auch Trennung durchgemacht, mir ging es nicht gut, mein Gott, wie es halt so ist, wenn du das die ersten paar Male mitmachst und weißt selber gar nicht, wie mit einer Trennung umgehen, wie damit irgendwie so fertig werden und so weiter. Lernst da selber ganz einfach dich daran in der Persönlichkeit weiterentwickeln. Und ich habe das ja auch gemacht, Ich habe das auch gemacht, dass ich mich dann getroffen habe mit anderen Frauen, habe mich mit anderen Frauen abgelenkt und so weiter und so fort. Und war mal eine da dabei, das ist mir glaube ich 2-3 Mal passiert, so im Altersbereich zwischen 17, 20, 23 sowas. Da waren 2, 3 Mädels, ich kann mich noch, ich weiß nicht mehr wer das war, ich kann mich noch an so blonde Haare und ein hübsches Gesicht erinnern, da war ich richtig, richtig interessiert an der. Aber irgendwie hing ich innerlich noch an meiner Ex und ich war gedanklich noch sehr stark bei meiner Ex. Und
Das war dreimal, doch, das war schon dreimal, weil bei der saß ich auch am Tisch. Wir saßen da in einem Café und wir sitzen da so am Tisch und wir reden so miteinander. Und dann fängt die das an, was die anderen beiden Damen in den Jahren davor auch schon mal gesagt haben. Das hat sich erschreckend wiederholt. Erschreckend hat sich diese Aussage wiederholt. Aus drei verschiedenen Mündern von drei verschiedenen Frauen. Du, sag doch mal, du bist eigentlich gar nicht wirklich da. Wie? Ich bin nicht wirklich da. Nee, du bist irgendwie nicht da. Wie, hör ich dich zu oder was? Nee, das meine ich nicht, aber irgendwie bist du nicht da. Die drei Mädels waren wenigstens so ehrlich genug, und gedatet habe ich mich mit einigen Frauen. Die drei Mädels waren in diesen Phasen wenigstens so ehrlich genug und haben das auch mal ausgesprochen, was sie innerlich wirklich unterbewusst fühlen. Sie konnten es selber nicht greifen. Sie konnten es selber nicht ganz stehen. Aber wie ich es in so vielen Videos schon sage, das Unterbewusstsein, das arbeitet ja immer mit, und im Unterbewusstsein werden auch die Entscheidungen getroffen. Das habe ich Unterbewusstsein versus Bewusstsein gesagt. Legt man in der Infobox ein ziemlich interessantes Video dazu. Kann man sich gerne bei Interesse mal ansehen und dann versteht man das auch. Unter anderem, was hier im Kopf von der Ex-Freundin oder hier in dem Kopf von diesem Mann vor sich geht, der jetzt mit dir ein paar schöne Wochen verbracht hat und sich plötzlich verabschiedet, weil ihm eine Beziehung gerade zu viel ist. So, und problematisch wird es natürlich dann, wenn man hier sein ganzes Game oder beziehungsweise seine ganzen Hoffnungen in diesem Fall hier auf neue Klamotten, neue Frisur, Fitnessstudio gestellter Körper etc. pp. Paar Videos und Audiomaterialien im Internet über Persönlichkeitsentwicklung hier liest und hört und dann vermeintlich glaubt, man habe seine Persönlichkeit dann weiterentwickelt und sich in dieses nächste Date stirbt oder sich hier ganz einfach mit dem Ex-Freundin oder mit dem Ex-Freund ganz einfach trifft. Weil das ist ja... Das widerspricht sich ja dann total im Innergame mit dem, was die weibliche oder die männliche Substanz überhaupt ausmacht. Was weibliche und männliche Substanz ist, das habe ich in einem anderen Video erklärt. Wir hängen es gerne am Ende, das sage ich den Jungs Bescheid, sollen sie es mal als Endcards einsetzen. Da könnt ihr euch das mal auch mal nahe führen, wer es noch nicht kennt. Es geht ganz einfach darum, da wird halt auf Tryhard gespielt. Was ist Tryhard? Tryhard, das ist der Verführungsszene, dieser Begriff, der so dieser Versuch, cool zu sein. So dieser Versuch, diese Instagram ist voll davon, diese Instagram ist so sexy zu sein. Ich kann kotzen, wenn ich sowas sehe. Ehrlich wahr, die sind innerlich total leer. Ja, schon klar. The lights are on, but nobody is home. Die Bümmer wie ein Sackbrot, sage ich da ganz ehrlich, die meisten von denen. Den kannst du noch einmal klassische Unterhaltung führen. Die halten sich in ihrer Persönlichkeit so hoch entwickelt, da haut es dir einen Schalter raus. Ehrlich wahr. Dabei ist das Ganze so leer wie ein U-Bahnhof in München irgendwann früh um 3 Uhr morgens am Sonntag. Kannst du komplett vergessen, diese Leute. Es ist aber tatsächlich so. Und da versucht man es natürlich. Und ganz besonders in Teufels Küche kommst du dann, da stehst du in Teufels Küche gleich neben dem Salzsteuer, kommst du dann, wenn du noch nicht einmal selber von dir überzeugt bist. Das ist dann das Problem. Und das habe ich in diesem Video ja auch schon gesagt, mit dieser Selbstliebe ganz einfach, ist dein Selbst tatsächlich attraktiv genug. Wenn du das nicht nur von dir glaubst und nicht nur denkst, sondern das auch weißt. Ich spreche jetzt hier nicht von überschätzter Überzeugung. Was überschätzte Überzeugung ist, das kann man sich in der Hypnosefalle ansehen. Das ist dann dieser langfristige Schaden, den die meisten Pickupler dann so haben. Nein, ich spreche ganz einfach von dieser gesunden Eigenliebe, die man da ganz einfach hat. Du musst dir kurz mal überlegen, wie hoch dann hier weiter dein Attraktivitätsverlust ist, weil ich es gerade mit der Substanz angesprochen habe. Weil sich das ja deswegen auch völlig widerspricht. Weil diese neue Frisur, jeder, der behauptet, er würde in ein Date gehen, ob jetzt mit der fremden Frau oder mit dem Ex-Freund, und legt dann dabei seine ganze Hoffnung auf neue Frisur und neue Klamotten, der hat keine Persönlichkeitsentwicklung durchlaufen. Verzeih mir keine Scheiße, der hat keine gemacht. Er glaubt zwar, dass er eine gemacht hat, der hat aber keine gemacht. Und alles, was dann hier am Tisch zu sehen ist, ist Tryhard. Das ist das, wo die Mädels damals zu mir gesagt haben, sag mal, du bist eigentlich gar nicht wirklich da. Das ist das Problem, weil dein Ex sagt es dir nämlich nicht. Und der Typ, der neue Typ, den du kennengelernt hast, sagt es nämlich auch nicht. Das waren nämlich ganz wenige Mädels, die mir das mal gesagt haben. Und das ist der springende Punkt, dieser Widerspruch. Weil du verlierst ja in dem Moment Substanz, das habe ich ja in diesem besagten Video mit dem Core und dem Frame erklärt, und beim Core verlierst du ja diese Substanz, weil du unbedingt versuchst, alles hier zu machen, nur um dem anderen unbedingt gefallen zu wollen. Und das ist dann scheiße. Und deswegen sind auch die ganzen Beratervideos da. Mit Ex zurück oder mit Dating, lerne eine Frau kennen, wirke attraktiver, auf den anderen interessanter wirken, attraktiv wirken. Aha. Ja. Die kannst du alle in die Tonne schießen. Denn mit nur einer einzigen Frage an dich. Hä? Mann.
Oder hey, du Frau. Welcher Mensch willst du eigentlich am Ende sein? Egal, ob jetzt für den Fremdmann auf der Straße oder für die Externen. Welcher Mann willst du sein? Welche Frau willst du sein? Willst du jemand sein, der attraktiv auf den oder sie da wirkt? Oder willst du jemand sein, der auch attraktiv ist? Nachdenken darüber. Also try hard, tunlichst vermeiden, macht keinen Sinn. Ja, am Ende, wie gesagt, hängen wir euch da noch was dran. Könnt ihr mal reinschauen, wenn es ganz einfach interessiert, wie läuft genau auf diese Materie. Im nächsten Part gehen wir dann mehr auf diese maskuline Energie auch dann wieder ein, was wir gesagt haben, was wir da auch noch mit einblenden werden. Aber dazu kommt dann auch noch ein separates Video dann auch was diesen Attraktivitätsverlust hier bei Ex zurück hier, beziehungsweise bei der Trennung hier Trennungsschmerzen betrifft, wenn hier gerade die Trennung läuft, wie man hier in der Beziehung hier disattracted bzw. unattraktiv geworden ist. In diesem Sinne.